Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe ja gestern einen Vlog beendet und habe ja auch gesagt, dass ich heute weiter vlogge und das mache ich natürlich jetzt. Ich genau, habe einfach Lust, euch wieder so ein bisschen mitzunehmen. Heute kann ich euch schon mal vorwarnen, werden wir auf jeden Fall einen Tag zu Hause haben. Ich habe einfach noch ein paar Sachen zu erledigen und deswegen werde ich heute nichts Großes unternehmen mit der Kleinen, weil wir ja auch gestern unterwegs waren und ich möchte nicht, dass wir irgendwie jeden Tag unterwegs sind. Und genau, deswegen wird es heute zu Hause sein und Leute, ich liebe meine Haare. Ich habe die gerade aufgemacht. Und es ist so, so schön. Genau. Wir sind schon ein bisschen länger wach. Wir sind beide schon angezogen. Ich habe mich hier für so ein gestreiftes Shirt entschieden. Und noch eine Jogginghose. Aber ich werde mir nachher noch eine Jeans anziehen. Genau. Und ich werde jetzt kurz das Fenster aufmachen, weil ich morgens immer gerne komplett durchlüfte. Die Kleine ist auch schon angezogen. Und spielt hier gerade. Und ihr Outfit kann ich euch gleich auch noch kurz zeigen. Genau. Ich lüfte jeden Morgen einmal komplett durch, egal was für ein Wetter ist. Heute haben wir sehr schlechtes Wetter. Es ist sehr grau, sehr kalt und ja. Aber muss ja auch mal sein, die Pflanzen freuen sich, dass es mal ein bisschen kälter ist. Die Nachbarn bekommen gerade Möbel geliefert. Ja, schön. Hier trocknen noch ein bisschen Stoffwindeln. Denke ich, sind aber auch heute fertig. Sind einfach nur so ein paar Einlagen noch gewesen. Ja, die sind auch schon fertig. Genau. So. Kleine nimmt gerade mein Dings hier, meinen Fahrzeugschein. Den brauchte nämlich gestern, denn ich hatte gestern, war ich ja mit meiner Schwester unterwegs. Und ja, bin nach Hause gefahren. Und habe dann gesehen, dass ich einen riesengroßen Riss in meiner Windschutzscheibe habe. Gut 40 cm groß. Und ja. Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, dann kommen solche Kosten auf einen zu. Ich hoffe, dass es meine Versicherung übernimmt. Ich denke aber schon, bei meinem Vater war das damals so, dass er nur Selbstbeteiligung bezahlen musste. Und sonst hat es die Versicherung übernommen. Ja, da muss ich jetzt, wie gesagt, einmal schauen. Keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall mich darum kümmern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dem Auto jetzt noch fahren darf, tatsächlich. Ja, weil mit jedem. Also mit jedem Loch, Straßenloch hier, wie nennt man das? Ja, kann es ja passieren, dass es noch weiter reißt, ne? Und das ist jetzt schon 40 cm, glaube ich, ein riesengroßer Riss. Ich muss da mal googeln, es ist auf der Beifahrerseite. Ich glaube, wenn es auf der Beifahrerseite ist, ist es nicht so schlimm. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Genau, das wollte ich euch nur mal kurz gesagt haben, weil, ja, es hat mich gestern so aufgeregt. Ne? Ich habe das beim Fahren erst gesehen und ich habe das nicht vorher mitbekommen. Es muss aber während der Fahrt passiert sein, weil als ich bei meiner Schwester losgefahren bin, habe ich noch nichts gesehen. Da habe ich noch mal geschaut. Also ich schaue immer, wenn ich irgendwo geparkt habe, schaue ich immer komplett um mein Auto rum, weil es immer so ist, dass wenn ich einkaufen bin, habe ich immer einen neuen Kratzer in meinem Auto. Immer. Und ja, seitdem schaue ich immer einmal rum, ob irgendwas Neues ist an meinem Auto. Und da war nichts. Und dementsprechend muss es während der Fahrt passiert sein. Ich habe tatsächlich auch so ein Geräusch gehört während der Fahrt. Als wenn du so einen Anschnaller, also unten dieses silberne Ding vom Anschnaller auf eine Glasscheibe haust. So hat sich's angehört. Und ich dachte aber, Lia hat irgendwas gemacht. Und deswegen habe ich mich dann nicht drum gekümmert. Und dann habe ich es eben gesehen während der Fahrt, als ich nach rechts geschaut habe, dass da eben so ein riesengroßer Riss drin ist. Genau. Lia möchte unbedingt runter zu Opa. Steht sie da schon und wartet. Wir müssen vorher noch frühstücken, mein Schatz. Dann können wir zu Opa gehen, okay? Sie ist so ein Opa-Kind. Hört ihr das? Sagt die jetzt immer, Opa, Opa, Opa. Komm, wir müssen erstmal frühstücken, Lia. Sie ist so süß in ihre Latzhose. Ich habe ihr heute ihre Latzhose angezogen, die ich selber gemacht habe. Genau, falls ihr noch ein XXL Handmade-Sammlungsvideo sehen wollt, verlinke ich euch das mal hier oben, glaube ich. Habe ich nämlich auch vor kurzem gedreht, könnt ihr dann vorbeischauen. Genau, wie gesagt, muss ich mich jetzt unbedingt kümmern. Ich denke mal, dass ich irgendwie einen Termin bei Carglass mache oder so. Ich habe da auch echt, ich habe damit noch überhaupt gar keine Erfahrung, ne? Aber man muss ja irgendwann ist immer das erste Mal. So, wir werden jetzt frühstücken gehen. Lüften tut es hier. Und dann ist hier heute Großputz angesagt. Also einmal alles. Ich will überall einmal durchwischen, alles einmal aufräumen. Das Bad ganz, ganz dringend, weil die Katzen sind da ja drin und die machen da Chaos pur, Leute. Wirklich, ey. Ja, hier hat Lia gerade die Laterne rumgeschleppt. Und das ist übrigens ihr Outfit. Latzhose mit passendem Pullover. Made by Mama. Ne, mein Schatz? Nee.
Ja, bist schon wieder müde, ne? Locken hier hinten, ey. Deine Locken, mein Schatz, deine Locken. Dann gehen wir frühstücken. Mama, winke, winke in die Kamera, Lia. Hier unten. Da. Winke, winke. Winke, winke, genau, super. So, dann wollen wir frühstücken, ne? So, mein Lieben. Die Kleine ist eben bei meinem Papa. Spielen so ein bisschen im Garten und so. Und ich kümmere mich jetzt um dieses Schlachtfeld hier und allgemein so ein bisschen Haushalt. Nutze die Zeit natürlich, wenn Lia mal nicht da ist. Sie mal kurz bei Oma und Opa ist. Genau. Das mache ich jetzt eben schnell. Hier mal ein bisschen groben Putz und dann muss ich unbedingt einkaufen, weil ja, ich kein Putzmittel mehr habe und hier noch durchwischen wollte. Und allgemein brauche ich ja, noch ein bisschen Obst und so. Ich habe es nämlich gestern leider nicht mehr geschafft einzukaufen. Und deswegen mache ich das jetzt gleich eben. Und dann habe ich das auch schon abgehakt. Ich liebe es, vormittags einzukaufen. Weil erstens ist es bei uns dann leer. Und zweitens habe ich dann noch den restlichen Tag Zeit, hier alles fertig zu machen. Genau, deswegen mache ich das gleich schnell. Muss Felix jetzt noch kurz den Kaufvertrag von unserem Fernseher schicken per WhatsApp, damit er sich da nochmal kümmert, weil ja, der kam ja leider kaputt bei uns an. Und 500 € da so in der Ecke stehen zu haben, tut schon ordentlich weh. Und deswegen soll er sich da mal drum kümmern, dass wir da einen neuen bekommen, beziehungsweise Ersatz. Weil, ja, wenn wir was Kaputtes bekommen, was 500 € kostet, ist ja klar, dass man sich da beschwert. Und dementsprechend suche ich jetzt noch kurz den Kaufvertrag raus, damit Felix das kurz machen kann. Und mache dann, wie gesagt, das Bett und dann fahre ich einkaufen. Bett ist wieder fresh. Ich finde, das sieht immer so unglaublich gemütlich aus, wenn es fertig ist. Und jetzt stürze ich mich ins riesengroße Bürochaos in unserem Kleiderschrank. Und werde, wie gesagt, mal den Kaufvertrag suchen. Kaufvertrag ist gefunden und auch schon Felix geschickt. Der hat es auch schon gelesen und sich schon bedankt. Und ich habe jetzt hier ja vorhin ein Paket ausgepackt und das hier war da an Stoff drin. Das sind einmal drei Baumwollstoffe für die Masken. Ich muss wieder Masken nähen. Ein Jersey-Stoff für meine Neffen, da nähe ich ja ganz, ganz viel. Und einmal ein lilanes Bündchen. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, wo noch das Bündchen fehlt und da brauchte ich lilanes. Und genau, ich kann euch mal die Baumwolle bzw. die Stoffe zeigen. Für meinen Neffen gab es einmal diesen hier, weil meine Schwester steht total auf Maritim und ich fand den so schön, den musste ich mitnehmen. Für die Masken habe ich einmal diesen hier. Und einmal diesen hier. Fand ich so schön, ich liebe ja so Blumenmuster und einmal komplett schwarz. Bis man, also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man mal überhaupt schwarzen Baumwollstoff wieder bekommt. Aber jetzt habe ich da total den Glücksgriff gemacht und habe was noch abbekommen. Ja, weil am Anfang der Corona-Zeit war es ja richtig kompliziert, da irgendwie allgemein irgendwas an Baumwollstoff zu bekommen, weil alle angefangen haben, Masken zu nähen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall runtergehen zur Kleinen, einmal eine Waschmaschine anmachen und dann werden wir, wie gesagt, einkaufen gehen. Ich lasse die Kamera hier, weil es ist einfach viel zu viel Stress, mit Kind einkaufen zu gehen und dann auch noch mit der, wie sagt man, Kamera, genau. Und falls ihr fragt, warum ich sie nicht bei meinen Eltern lasse, ich möchte das einfach nicht. Es ist ein, also ich bin ja schon etwas länger einkaufen und ich fühle mich dann einfach besser, wenn ich sie dabei habe. Auch wenn viele dagegen sind, aber das ist meine Entscheidung. Und genau, ich fühle mich einfach besser und ich kann nicht in Ruhe einkaufen gehen, wenn ich sie nicht dabei habe. Also ich muss die ganze Zeit dann an sie denken und wenn irgendwas ist und so. Ja, ich bin dann nun mal so und das müsst ihr dann verstehen. Genau, also ich werde jetzt einkaufen gehen und dann melde ich mich, wenn ich wieder da bin. Eventuell sogar mit einem kleinen Food Haul, je nachdem, was ich so einkaufe. Manche Sachen darf man ja gar nicht mehr zeigen hier bei YouTube. So,
Wir sind vom Einkaufen wieder zurück und ihr habt ja gesehen, ich war auch schon ein bisschen fleißig. Die Kleine schläft gerade in ihrem Bettchen. Und ich habe mich jetzt gerade doch noch mal so ein bisschen geschminkt. Ja, weil ich mich einfach so wohl gefühlt habe. Und genau, ganz, ganz bisschen nur. Ich bin von meiner neuen Mascara so begeistert. Deswegen ja, trage ich mir viel, viel lieber Schminke, weil es einfach viel angenehmer ist. Genau, habe einfach so ein bisschen Augenbrauen gemacht, ein bisschen Wimpern. Ein bisschen Concealer an meinen extremen Augenringen. Die habe ich schon mein Leben lang. Ich weiß nicht wieso. Ich kann tagelang durchschlafen, ich habe trotzdem Augenringe. Ja, jetzt bin ich in der Küche, wie ihr seht. Und ich wollte uns ein bisschen Mittagessen machen. Beziehungsweise den Einkauf noch wegräumen. Das habe ich mir auch noch nicht gemacht. Ich habe gerade schon dieses Putzzeug benutzt. Aber sonst habe ich noch nichts weggeräumt. Und Nasko ist draußen. Genau, das wollte ich jetzt eben kurz machen. Die Kleine schläft, wie gesagt. Ich habe auch schon den Haushalt oben komplett fertig. Also Schlafzimmer, Badezimmer und so ist fertig. Und jetzt mache ich gleich Lias Zimmer noch so ein bisschen. Aber da muss ich nur so ein bisschen aufräumen. Und das ist gar nicht schlimm. Genau, wie gesagt, die Kleine schläft. Gucken, wie lange, um 2 habe ich sie hingelegt. Und jetzt ist es 2:15. Ja, mal gucken, wie lange sie schläft. Jetzt werde ich, wie gesagt, einmal den Einkauf wegräumen. Und dann möchte ich dann noch ein Instagram-Foto machen. Weil mir mein Outfit heute so gut gefällt, das dachte ich, muss ich festhalten. genau, und deswegen mache ich nachher nochmal ein Instagram-Foto. Mal gucken, ob ich das Kleine schaffe, bevor die Kleine wach wird. Und sonst, wenn die Kleine wach ist, mache ich eins zusammen mit ihr. Genau, aber jetzt muss ich erstmal den Einkauf wegräumen. Die Spülmaschine auch noch ein bisschen einräumen und all sowas eben. Ihr wisst es, ne? Gerade einmal aufgewacht, doch ich habe sie jetzt noch mal hingelegt. Ja, mal schauen. Sie war auf jeden Fall noch total müde, hat ja auch nur eine halbe Stunde geschlafen. Und deswegen, ja, sie ist auch direkt wieder eingeschlafen. Ich habe mich ein bisschen zu ihr gelegt. Ich wollte jetzt aber noch kurz was zeigen, Leute. Weil ich habe das letzte Mal beim letzten Vlog schon ganz viele Fragen bekommen zu unserem neuen Lerntower. Und den wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Stelle ich den mal hier hin. Dann zeige ich euch den mal. Ja, das ist unser neuer Kids Tower. Und zwar ist es ein Hochstuhl sozusagen für Kinder, wo die Kinder eben drin stehen können. Bei uns hier kann die Kleine sogar selber reinklettern. Und wir haben hier auch einen Anschnaller, also damit die Kinder eben nicht rausfallen können. Und es gibt aber auch noch eine Variante, beziehungsweise sind die Bauteile immer dabei. Da ist noch so eine Wand dabei. Die kann man dann hier hin machen, so können die Kinder dann nicht selber reinklettern. Das ist eben für die Kleineren, aber wir haben es für Lia einfach direkt so gebaut. Den gibt es einmal in Naturfarben, einmal in Weiß. Wir haben uns hier für Natur entschieden, weil es einfach besser zur Küche passt, wie ihr seht. Wir wollen den auch noch so ein bisschen streichen, damit er einfach hier unserer Küche einfach noch ein bisschen näher kommt. Aber sonst finde ich ihn schon mal richtig toll. Er ist super einfach zusammenzubauen, also einfach mit ein paar Handgriffen. Werkzeug ist auch alles dabei. Genau, sind einfach hier nur diese 4 Stäbe und dann eben die 4 Seitenteile und die Bodenplatte. Die Bodenplatte könnt ihr auch für euer Kind anpassen, also von der Größe her. Wir haben das hier ganz unten, weil nur dann, wenn man es ganz unten nutzt, dann kann man nur dieses Ersatzteil hier daran bauen. Aber sonst, wenn ihr 4 von diesen Seiten hier habt, könnt ihr hier eben die Größe für euer Kind einstellen, indem ihr die Bodenplatte eben höher einbaut. Genau. Aber so sieht der aus. Ich wollte euch den mal zeigen. Ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox. Das Ganze heißt Kids Tower. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Gibt es auch bei Instagram. Da habe ich auch schon mal ein Foto gepostet, weil ich den einfach so schön finde. Und ja, die Kleine jetzt immer beim Kochen hier dabei steht, wenn ich hier da irgendwas mache. Und dann steht sie hier immer drin und hilft mit. Und ist ja ganz happy, dass sie da jetzt immer dabei sein kann. Wir haben zwar auch noch unseren Nomi-Hochstuhl, da ist sie ja immer drin. Aber ja, das fand sie so doof, weil ist sie so tief und sieht eben nichts. Und hier ist sie jetzt wirklich an der Arbeitsplatte direkt dabei.
und kann richtig schön mithelfen. Wirklich eine mega Erleichterung, weil Lia ja wirklich nicht so begeistert ist, wenn ich koche. Ja, ich konnte bis dato immer nur kochen, wenn die Kleine Mittagsschlaf gemacht hat. Und das ist natürlich total doof, dass sie sozusagen hungrig ins Bett geht. Ich habe ihr immer trotzdem noch ein bisschen schnell was gemacht. Aber das war halt immer Geschrei und alles. Und ja, jetzt haben wir hier unseren Kids Tower und sind super glücklich. Bis jetzt, wir testen ihn, glaube ich, schon seit 3, 4 Wochen. Und genau, ich wollte es dir einfach mal zeigen, weil schon ganz, ganz viele Fragen kamen, weil ihr den immer schon im Hintergrund gesehen habt. Und genau, jetzt packe ich schnell zu Ende aus, mache so ein bisschen Obst fertig. Ich habe Wassermelone gekauft, Äpfel und Weintrauben und ich wollte da das alles so ein bisschen zusammenschneiden und dann so einen kleinen Salat machen für uns. Lia liebt Äpfel, also ja, es geht nichts über Äpfel, sie isst immer und überall Äpfel. Ja, und dann mache ich heute noch Bolognese für uns. Genau, Nudeln mit Bolognese. Nichts Großes, einfach nur so ein bisschen was. Genau. Am Wochenende habe ich geplant an Essen Bratkartoffeln und einmal gibt es Pommes. Genau, die haben wir nämlich noch da und wir sind total Pommes-Fanatiker und deswegen darf Pommes auch mal sein. Ja. Und sonst habe ich diese Woche, glaube ich, fast gar nicht gekocht. Außer einmal, weil wir entweder irgendwo zu Besuch waren oder unterwegs irgendwas gegessen haben. Genau, deswegen muss ich heute mal wieder kochen. Ja. Was ich mir jetzt auch noch vorgenommen habe, ist unser Backofen mal sauber machen. Der sieht nämlich aus, Leute, das geht gar nicht mehr. Ich habe jetzt hier auch schon die zwei Backbleche rausgeholt. Genau, weil die wollte ich jetzt einmal gleich sauber machen. Und dann geht es an den Backofen. Das wollte ich heute auch noch machen. Alles hoffentlich noch im Mittagsschlaf von der Kleinen, weil sowas ist überhaupt nicht möglich, wenn die Kleine wach ist. Deswegen mache ich jetzt mich ran und lege mal los. Erstmal mit Mittagessen, das setze ich jetzt erstmal auf. Dann kann das so lange kochen, während ich hier das andere mache. Und fertig! Ich habe heute mal wieder Sport gemacht. Richtig motiviert war ich und habe heute auch direkt ein neues Programm gestartet bei Gymondo. Ich war tatsächlich die letzten Wochen ein bisschen faul und habe das irgendwie so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber jetzt dachte ich, okay, komm, du musst wieder anfangen. Und jetzt bin ich so unglaublich motiviert für die nächsten Wochen. Wie gesagt, habe ich ein neues Programm bei Gymondo gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr Gymondo kennt. Genau, das ist einfach eine Website und da sind ganz, ganz viele Programme, Fitnessprogramme drin. Und in diesem Programm, die laufen, also die Programme laufen manchmal so 6, 7, 8 Wochen.
Und da ist es dann meistens so, das könnt ihr aber selber einstellen. Es ist so, dass ihr 3 Tage die Woche eben Sport macht. Die Tage könnt ihr euch selber einteilen. Also da werdet ihr vorher gefragt, welche Tage ihr denn gern hättet. Und ich habe das immer so, ich habe Montag, Mittwoch, Freitag, damit ich das Wochenende schön entspannen kann. Und dann eben jeden zweiten Tag, das finde ich einfach am besten. Und genau, dann habt ihr also ein Programm und das macht ihr dann die ganzen Tage lang, die ihr euch eben eingestellt habt. Und dann könnt ihr nebenbei auch noch ein anderes Programm starten, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt Montag, Mittwoch, Freitag was, ich möchte aber gern noch Dienstag, Donnerstag, Samstag was haben. Dann könnt ihr natürlich noch ein Programm starten, das geht alles. Dann hat Gimondo auch noch ganz viele Rezepte, Ernährungspläne, das komplette Programm. Und ich würde einfach sagen, ich zeige euch das einfach mal bei uns auf dem Fernseher. Ich mache es nämlich bei uns immer auf dem Fernseher. Wir haben das mit dem Amazon Fire TV Stick und da kann man das eben auf dem Fernseher machen. Die App ist auch kostenlos. Und genau. Ich habe auch noch einen mega coolen Code für euch. Das schreibe ich euch aber alles hier hin und auch in die Infobox, falls ihr da Interesse habt. Dann könnt ihr da einfach vorbeischauen. Ich mache jetzt schon einige Monate mit Gimondo Sport und ich finde, es motiviert einfach total, weil man eben diese Videos hat, wo meistens 3 Leute oder 2 Leute Sport machen. Es wird alles erklärt, man bekommt die ganze Zeit Sätze wie, boah, komm, das schaffst du und denk dran, denk an deine Bikini-Figur und all sowas. Und es motiviert total, finde ich. Und was ich auch gut finde, dass man unten immer so eine kleine Zeitleiste hat und die läuft dann ab und dann weiß man immer, wenn man schon fast komplett K.O. ist und aufgeben möchte, weiß man immer, okay, komm, da fehlt noch so ein ganz kleines Stück, das schaffst du noch. Ich finde, das motiviert total. Also ich selber bin echt faul, was Sport angeht. Also alle denken hier immer auf Instagram, oh Maggie, die ist so sportlich, aber eigentlich bin ich so faul, was Sport angeht. Aber seit Gimondo mache ich das echt wirklich regelmäßiger. Und auch effektiver, wirklich. Und ich merke das auch selber, dass ich auch einfach fitter werde. Und genau, das ist übrigens mein erster richtiger Sport nach der Schwangerschaft. Wie gesagt, ich war vorher mit nichts zu begeistern. Ich habe ganz viele Workouts auf YouTube gemacht. Aber wie gesagt, mir fehlte da einfach die Motivation und vor allem auch ein strikter Plan, wie ich was wann machen muss. Weil ich auch nicht wusste, okay, ist es jetzt zu viel, was ich mache? Oder ist es zu wenig? Und bei diesem Gimondo finde ich es halt so cool, dass man halt wirklich diesen, so wie einen Stundenplan hat und man eben, ne, dass man Montag das macht. Mittwoch das und Freitag dann das. Und alle Videos sind immer unterschiedlich, also man macht immer was anderes und nicht irgendwie jeden Tag das Gleiche. Das ist für mich auch so ein Ding, was mich total stört. Also das habe ich halt, wie gesagt, vorher immer gehabt, dass ich halt immer ein YouTube-Video geguckt habe. Das war halt so ein Ganzkörper-Workout und das habe ich jeden Tag bzw. jeden zweiten Tag gemacht. Und das wurde irgendwann so langweilig und vor allem möchte man ja auch irgendwie was, ja, einige andere Partien sozusagen trainieren. Und da finde ich, wie gesagt, Gimondo sehr, sehr toll. Felix auch. Wir machen immer zusammen Sport. Es ist total cool, dass wir das so zusammen machen können. Also für Männer und für Frauen ist das Ganze. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Genau, das hier ist wie gesagt auf unserem Fernseher. Und ich habe mich jetzt mal kurz angemeldet wieder. Und hier seht ihr schon die Programme. Hier steht das. Programme. Und ich habe jetzt gestartet, ganz neu. Gott, wo ist es denn? Ich gehe mal auf mein Programm hier. Workouts. So, hier sind meine Workouts. Das hier habe ich jetzt ganz neu angefangen und zwar Strong Basics. Genau, das sind einfach Basic-Übungen und das ist wirklich jeden Tag was anderes. Das hier habe ich heute gemacht. 25 Minuten gegen das Ganzkörper und man verbraucht 198 Kalorien. Ich habe danach direkt einen Schokobon gegessen, also. Das streichen wir mal weg. Genau. Und hier ist jetzt eben für Montag mein Programm. Das sehe ich hier schon. Und für Mittwoch mein Programm. Und genau, dann sehe ich auch hier, wie es dann nächste Woche weitergeht. Und so habt ihr nochmal einen richtig schönen Überblick. Genau, dann gibt es hier eben in der Leiste einmal die ganzen Programme. Da gibt es zum Beispiel eins für Sixpack oder für den Rücken oder Body Boost oder Strong Beginner, Strong and Fit, Get Strong, Rücken, ganz wichtig, Rücken habe ich auch schon gemacht. Genau, es gibt eben für alles etwas. Es gibt auch für Schwangere hier zum Beispiel Schlank in 10 Wochen. Also es gibt wirklich alles. Bauch, Beine, Po. Perfect Shape, also ja, es gibt hier wirklich alles an
hier Programme, da könnt ihr euch wirklich das Richtige aussuchen. Und wie gesagt, könnt ihr auch mehrere auf einmal machen. Beziehungsweise würde ich einfach empfehlen, immer nacheinander. Dann gibt es hier Rezepte. Das ist auch richtig cool. Hier habt ihr also wirklich eine riesen Liste an Rezepten und alles. Könnt ihr hier unten auch gucken, was euch eben am besten gefällt, was ihr halt gern hättet. Und genau, das ist Gymondo. Genau, wie gesagt, verlinke ich euch das einfach alles in der Infobox. Ich schreibe da auch noch ein bisschen was zu. Und dann ja, könnt ihr da einmal vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt. Wenn nicht, dann nicht. Einige sind ja doch dabei, die das anscheinend doch sehr interessiert, weil ich auf Instagram auch immer gefragt werde. Meine Schulter, ich habe eben was für die Schultern gemacht und Alter, das ist voll hart hier. So, mein Lieben, und jetzt hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen, dieser Vlog. Die letzten beiden Vlogs waren ja schon ein bisschen XXL, also ein bisschen länger. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüssi!